Stunde beendet. Wir kommen zu Punkt 4, die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Und wie ich es gesagt hatte eingangs, wir beginnen heute mit der SPD-Fraktion. Und dazu darf ich Frau Frohwieser bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte eine Frage stellen zu den Sonntagsöffnungszeiten. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes vom 6. Oktober hat ja, wie ich finde, nicht ganz überraschend, die stadtweiten Sonntagsöffnungszeiten am 9. und 19.12. in Dresden für unzulässig erklärt. Zur Erinnerung vielleicht nochmal für die Kolleginnen und Kollegen, wir hatten 2016 hier in der Stadt einen Kompromiss gefunden, einen stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag im Advent zuzulassen. Es war ja auch ausdrücklich in der Verwaltungsvorlage, in der Begründung ausgeführt, dass sowohl Kirchen als auch Gewerkschaften diesen Kompromiss mit der einen stadtweiten Öffnung auch dulden wollten. Trotz dieser Hinweise ja auch in Ihrer eigenen Vorlagenbegründung, Herr Oberbürgermeister, dass es eben dann im Fall, wenn es mehr stadtweite Öffnungen werden, zu einer Normenkontrollklage kommen könnte, halt am Ende die Verwaltung mit ihrer Vorlage noch die Mehrheit des Stadtrates was anderes beschlossen. Jetzt ist dieses Gerichtsurteil da, was diesem Handel den Riegel vorschiebt und den verfassungsrechtlich gebotenen Schutzauftrag für den Sonntag und die Feiertage wiederherstellt und damit die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nochmal deutlich stärkt. Ein Punkt, auf den im Übrigen die Kollegen der Linken wie auch meiner Fraktion in den Debatten immer wieder hingewiesen haben. Jetzt ist es Fakt, dass es erlaubte Ladenöffnungen am Sonntag im Advent nur für die Alt- und die Neustadt geben wird, so wie es im Übrigen auch in anderen Großstädten in Sachsen gehandhabt wird, in Leipzig zum Beispiel begrenzt auf die Innenstadt. Nichtsdestotrotz führt auch diese Situation jetzt natürlich möglicherweise wieder zu einer großen Verunsicherung im Handel. Deswegen möchte ich um Beantwortung von zwei Fragen bitten, nämlich zum einen wird die Landeshauptstadt den Weg der Nichtzulassungsbeschwerde gehen, was aus unserer Sicht nochmal die Unklarheiten für dieses Jahr verlängern würde. Und in die Zukunft gerichtet, gibt es schon Überlegungen, welche Konsequenzen die Landeshauptstadt jetzt plant für die Zukunft der Sonntagsöffnungszeiten? Sprich, sollen andere Anlässe für stadtweite Sonntagsöffnungszeiten geprüft werden oder soll an dem Konzept der regionalen Sonntagsöffnungen in der Stadt etwas verändert werden? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt der erste Bürgermeister Hessel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Frohwieser, in der Tat ist die Planungssicherheit eines der zentralen Momente, das in dieser Situation von Bedeutung ist. Planungssicherheit sowohl für den Handel als auch für die Beschäftigten im Handel. Wir werden deshalb keine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen, sondern entsprechend der Entscheidung des Gerichts an diesen beiden Sonntagen im Innenstadtbereich auf die Stadtbezirke Altstadt und Neustadt eben eine Sonntagsöffnung auch haben. Zweitens wird diese Entscheidung natürlich Leitlinie für das Vorgehen im nächsten Jahr sein. Hier wird es für uns noch wichtig sein, wenn dann die Urteilsgründe vorliegen, ob über den Urteilstenor und die Medieninformation des Oberverwaltungsgerichts in den Gründen noch weitere Gesichtspunkte sind, die für eine Verwaltungsvorlage notwendig sind. Dies betrifft insgesamt das Thema der stadtweiten Sonntage. Bei den regionalen Anlässen haben wir in der Vergangenheit ja recht gute Erfahrungen gemacht. Also erstens, was die eindeutigen Beschlussfassungen in den Stadtbezirksbeiräten, die es überwiegend waren. Die Ortschaftsräte haben ja da in der Regel keinen Gebrauch von gemacht. Und zweitens auch in der Annahme dieser Beschlussvorlageempfehlung im Stadtrat, sodass wir grundsätzlich daran festhalten werden. Also kurzum, wir setzen dieses Urteil in jeglicher Hinsicht um und wir werden, sobald die Gründe vorliegen, dies auch noch in Ruhe auswerten. Das scheint mir sehr begrüßenswert. Ich danke für die Ausführung. Als nächstes ist die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Maloney. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage zielt auf den Stadtratsbeschluss V0533-20 hin. Ausweichflächen für Außengastronomie während der Altmarktsanierung ist das Thema, und zwar wurde gerade im genannten Stadtratsbeschluss ja beschlossen, dass es eine Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes auf dem Altmarkt gibt, und im Rahmen des Beschlusses wurde festgelegt, dass den Gastronomen rings um den Altmarkt für die Zeit der Sanierung Ausweichflächen gegeben werden sollten. Jetzt ist soweit bekannt geworden im Rahmen der Beschlusskontrolle, dass der komplette Altmarkt inklusive Gehwegbereich für die Baumaßnahmen genutzt wird.
Und ich habe jetzt von zwei Gastronomen im Bereich des Altmarktes erfahren, dass es seitens der Stadtverwaltung noch keinerlei Kontaktaufnahme oder Auskünfte gab. Daher habe ich zwei Fragen. Frage 1, wie ist der aktuelle Stand in den Planungen der Altmarktsanierung zu den Ausweichflächen für Gastronomen und werden den Gastronomen ausreichend Ausweichflächen zur Verfügung gestellt, so wie der Stadtrat es ja gefordert und auch beschlossen hat? Und wurden die ansässigen Gastronomen bereits über das Sanierungsvorhaben informiert? Und zweitens, werden seitens der Stadtverwaltung die Rahmenbedingungen für die Baubetriebe, zu denen auch Ausweichflächen für die Gastronomie zählen, entsprechend gesetzt? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrter Maloney, wir sind in Form des Straßentiefbauamts bemüht, im Zuge des Baugeschehens und in Abstimmung mit den ansässigen Gastronomen eben besagte Ausweichflächen während der Baumaßnahme zur Verfügung zu stellen. Aber Sie haben es ja schon gesagt, der Umgriff der Baumaßnahme ist ja erheblich, weil die Leitungstrassen, die neu verlegt werden müssen und die Einordnung von Baumpflanzungen und die Unterflurverteiler eben flächig einen sehr großen Umgriff, also fast sozusagen die gesamte Fläche unter dem Pflasterbelag bilden. Insofern kann eben erst eine verbindliche Aussage getroffen werden, wenn eben die Technologie des Baubetriebs dann auch uns vorliegt. Geplant ist ja, dass wir in der Südhälfte 2022 inklusive der Seitenbereiche beginnen und natürlich muss man während der Umbau Phase immer die Bereiche an den Platzrändern auch für den Fußverkehr gewährleisten. Bereiche, die fertiggestellt sind, können, wenn sozusagen es da technologisch keine Unwägbarkeiten geht, natürlich für eine Nutzung, also sprich in dem Fall ja dann Außengastronomie, Ausfleischflächen zur Nutzung übergeben werden. Und das werden wir natürlich auch mit den Gastronomen noch besprechen. Das ist aber im Moment alles noch in der Vorbereitung des Bauablaufes und der Baudurchführung. Es wird auf dem engen Raum, den wir haben, sicherlich eine Herausforderung werden, dies umzusetzen. Wir haben ja ein enges, um auf die Frage 2 zu kommen, sehr enges Zeitfenster. Wir bauen ja nicht das gesamte Jahr durch, sondern wir machen die Baumaßnahmen ja auf 2 Jahre verteilt, 22 den Südteil, dann den Nordteil, weil wir ja das so gestalten wollen, dass während des Weihnachtsmarkts hier keine Bauarbeiten sind, sondern eben dort eine Unterbrechung stattfindet. Und insofern braucht natürlich auch die ausführende Baufirma Bau- und Bewegungsräume, um in diesem engen Zeitkorsett letztendlich zu handeln. Aber wie gesagt, nicht genutzte Flächen werden wir sicherlich versuchen, zeitlich und örtlich für eben diese Nutzung zur Verfügung zu stellen und das entsprechend mit den Gastronomen zu besprechen. Aber Wunder wird man nicht erwarten können, wenn man sich den Platzumgriff und den Zeitablauf, den engen, anschaut. Aber natürlich werden wir versuchen, den Stadtratsbeschluss, so wie es eben geht, umzusetzen und jetzt frühzeitig das Gespräch mit den Gastronomen suchen. Wenn Sie nochmal gestatten, Herr Kühn, Wunder erwarte ich von Ihnen keine. Es war nicht so gemeint, wie Sie es vielleicht klangen. Vielleicht doch. Ich hätte nur eine Bitte, und zwar auch die Gastronomen müssen ja planen. Sie müssen Personal planen, sie müssen Wareneinsatz planen und so weiter. Deswegen wäre mir wirklich daran gelegen, wenn Sie die Gastronomen vielleicht bis Jahresende darüber informieren können, wie das Zeitfenster aussieht, wie die jeweiligen Flächennutzungen dann aussehen oder nicht möglichen Flächennutzungen aussehen, einfach damit die Gastronomen in ihrer Personal-, Waren- und Umsatzplanung ins nächste Jahr gehen können und dann nicht erst, sage ich mal, im März, April, Mai nächsten Junis, wenn die Planung eigentlich schon gelaufen sein sollten, dann böse Überraschungen bekommen. Ich würde das morgen noch in Straßentiefbauamt neu besprechen. Nach meinem Kenntnisstand sind wir ja noch im Vergabeverfahren für die Bauleistung. Man kann ja dann wirklich erst was Verbindliches sagen, wenn man, sagen wir mal, ein Unternehmen gebunden hat und deren Zeitplan und vor allem die Technologie, wie die vorgehen wollen, kennt. Aber dass es möglichst einen Vorlauf gibt, der das den Gastronomen ermöglicht, das einzuplanen, ist klar. Ich werde das morgen nochmal besprechen, wann das sein kann. Ne? Danke. Als nächstes für die Dissidentenfraktion Herr Schmählich.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die mehrheitliche Übernahme der Deutschen Wohnen durch die Vonovia ist ja mittlerweile mit einem Gesellschafteranteil an Teilen von über 60% faktisch vollzogen. Vor diesem Hintergrund werfen sich noch einige Fragen auf. In einer Antwort vom 29. September auf meine schriftliche Anfrage zum Stand der Verhandlungen mit der Vonovia, die der Stadtrat am 10. Juni beauftragt hatte, räumen Sie, Herr Oberbürgermeister, ein, dass es keine Verhandlungen gäbe, sondern man sich lediglich in einem Austausch mit der Vonovia, Zitat, befinde. Ein Artikel in der heutigen Lokalausgabe der DNN lässt allerdings eher den Schluss zu, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, meine Anfrage nicht wahrheitsgemäß, weil unvollständig beantwortet haben. Ich frage Sie also, in welchem konkreten Austausch mit der Vonovia befindet sich die Landeshauptstadt gegenwärtig? Wie ist die Landeshauptstadt auf die Vonovia zugegangen? Und hat das Wohnungsunternehmen Bereitschaft signalisiert, zu dem vom Stadtrat beschlossenen Anliegen der Landeshauptstadt zu verhandeln? Also, Herr Schmählich, vielen Dank für die Anfrage. Und die Beschlussfassung des Stadtrates stand ja im unmittelbaren Kontext mit der Fusion und mit dem kartellrechtlichen Prüfung, die ja der Stadtrat uns auch beauftragt hat, entsprechend unseren Vortrag zu machen, unsere Bedenken als Landeshauptstadt Dresden hinzuweisen. Das hat die Stadt getan. Sie haben auch übermittelt bekommen die Ergebnisse der kartellrechtlichen Prüfung des Kartellamtes, die sehr wohl sich mit den Situationen verschiedener Städte und insbesondere mit Dresden beschäftigt haben, aber eben nicht zu dem für uns erhofften Ergebnis kamen, dass hier kartellrechtliche Bedenken vorliegen und damit die Chance in ein Verhandlungsverfahren im Sinne dieser Fusion eintreten zu können. Das ist erstmal der Fakt und damit ist das Thema Beschluss eigentlich zugeklappt. Unabhängig davon ist die Stadtverwaltung, und das kann ich Ihnen gar nicht vollständig aufhören, in zahlreichen Gesprächen mit der Vonovia. Das hat zu tun, was ich auch heute wieder eingangs gesagt habe, dass wir uns damit beschäftigen, wie können wir die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, da wo sehr große Wohnungsanteile der Vonovia liegen, entsprechend wir gemeinschaftlich da agieren. Es geht um die Fragen von Belegrechtsverteilung, es geht um die Aufwertung gemeinschaftlicher planerischer Aktivitäten in verschiedenen Stadtteilen vorzubereiten. Es geht um das Thema Grünaufwertung. Es geht um so viele Fragen, die auch mit dem Thema Wohnungsbau zu tun haben. Also wir sind da in sehr vielgestaltigen Gesprächen, aber ich werde die mit Sicherheit hier nie im Detail und erst recht nie in der Öffentlichkeit ausführen. Gestatten Sie mir eine Nachfrage. Sie betonen, dass der Beschluss des Stadtrates praktisch in einem Kontext und auch quasi in einer Bedingung stand zu einem anderen Ausgang des kartellrechtlichen Verfahrens. Das ist eine Interpretation Ihrerseits. Der Stadtrat hat in dem Beschluss Sie unabhängig davon beauftragt, mit einem bestimmten Portfolio an Wünschen, ich will das mal so formulieren, zu verhandeln. Und obwohl das kartellrechtliche Verfahren ja so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, hat zum Beispiel die Stadt Berlin, obwohl der dortige Anteil der Vonovia am Wohnungsmarkt niedriger ist als in Dresden, ja immerhin einiges herausgeschlagen, sodass ich mich mit der Antwort, dass es praktisch gar keinen Handlungsspielraum danach mehr gab, ehrlich gesagt nicht zufrieden geben mag. Und ich würde gerne von Ihnen erfahren, woher Sie genau den Beschluss des Stadtrates vom 10. Juni so interpretieren. Weil die Vorlage zu dem Beschluss von mir selber erstellt worden ist. Und insoweit ich schon die Kontextuierung der Vorlage und des Beschlusses sehr wohl kenne. Unabhängig davon, habe ich Ihnen ja gesagt, arbeiten wir trotz
dass die Umsetzung kartellrechtlich uns keine Chance gegeben hat, an vielen, vielen Thematiken, die nicht nur das, was in dem Beschluss steht, beinhaltet mit der Vonovia. Und insoweit habe ich überhaupt keine Probleme, dass ich die Beschlusserfüllung sauber realisiere. Nur werde ich das hier nie in der öffentlichen Debatte diskutieren. Gut, ich nehme es so zur Kenntnis. Gestatten mir aber den Hinweis, dass Sie nicht Ihrer eigenen Vorlage in dieser Stadtratssitzung zugestimmt haben, sondern einem Antrag der FDP, aber in Ordnung. Ja, aber das, gut, machen wir jetzt nicht weiter. Gut, nehmen wir so zur Kenntnis. Wir kommen zum nächsten. Das sind die Freien Wähler und das ist Herr Hannig, der fragen möchte. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die Gelegenheit. Wir haben als Stadträte in diesem Rat und auch Sie als erster Bürger dieser Stadt immer wieder betont, dass wir einer Spaltung unserer Stadtgesellschaft entgegenwirken wollen und das nicht weiter zulassen wollen. Und dazu haben wir ja genug Probleme, bei denen sich das anbietet. Jetzt gibt es jedoch eine neue Spaltung seit dem 11. Oktober in dieser Stadt, da seitdem die bisher kostenfreien Corona-Schnelltests von den Bürgern Dresdens selbst zu bezahlen sind. Damit wird für viele Dresdner, insbesondere für ärmere Menschen, der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern, wie Museen, Theater und Sportstätten erschwert. Aber es gibt selbst Probleme für Menschen, die geimpft sind und nicht nur für die, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, weil man beispielsweise auch als Geimpfter mit Grippesymptomen sich testen lassen muss, sodass es also hier tatsächlich zu einer Beeinträchtigung des Gleichheitsgrundsatzes kommen kann. Diese Situation hat die Oberbürgermeister beispielsweise von Freiberg und Stolberg dazu bewogen, von vielen anderen Städten auch, in ihren Städten die Kosten für diese Schnelltests zu übernehmen. Dazu hat zum Beispiel Marcel Schmidt, Oberbürgermeister von Stolberg, geäußert, wir wollen der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken und Menschen nicht in Gut oder Böse einteilen. Wir wollen auch Menschen mit geringeren Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Zieht Dresden nun ein solches Modell auch in Erwägung, dürfen sich die Dresdner durch die Bank, auch die Ärmeren, auch die Dresden-Passinhaber, auf kostenlose Testangebote freuen, damit auch in der dunklen Jahreszeit eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Das führt mich also zu der konkreten Frage, Herr Oberbürgermeister, werden Sie dem Beispiel Ihrer Amtskollegen aus Freiberg und Stolberg folgen und damit konkret etwas gegen eine weitere, diesmal andere Spaltung der Dresdner Bevölkerung unternehmen, indem die Landeshauptstadt die Kosten für die Corona-Tests so lange übernimmt, wie diese Tests Voraussetzungen für den Zugang zu Angeboten des gesellschaftlichen Lebens sind? Die Beantwortung übernimmt Frau Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Hannig, danke für Ihre Anfrage. In der bereits von Ihnen begründeten Testverordnung des Bundes, die seit Anfang dieser Woche, seit dem 11. Oktober gilt, ist Folgendes beschrieben. Zitat, seit dem 8. März 2021 übernimmt der Bund die Kosten für Bürgertestungen. Die Bürgertestungen macht es Bürgerinnen und Bürgern niederschwellig möglich, sich regelmäßig kostenlos testen zu lassen. Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, ist eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler, wir reden über 3 Milliarden, nicht länger angezeigt und nicht erforderlich. Das Angebot der Bürgertestungen für asymptomatische Personen wird in dieser Form daher nicht fortgeführt. Personen, für die keine Möglichkeit besteht, eine vollständige Impfung zu erlangen, müssen dagegen weiter niederschwellige und ein kostenloser Zugang zu Testangeboten bereitgestellt werden. Zitat Ende. Da seit Anfang dieser Woche geltende enge Umgrenzung des anspruchsberechtigten Personenkreises für kostenfreie Testungen wird durchaus kontrovers diskutiert, ja, auch in der kommunalen Familie. Die beide im Erzgebirge befindlichen Kommunen haben sich dafür entschieden. Das ist auch ein Landkreis, der die niedrigste Durchimpfung in Sachsen aufweist. Konsens besteht darin, dass
dass niederschwellige und in den letzten Monaten vorgehaltene kostenfreie Testangebot für Bürgerinnen und Bürger den Vorteil der frühzeitigen Erkennung von Infektionsketten hat. Die kostenfreien Testungen halfen dabei, vor allem auch asymptomatische Infektionen, die für den Einzelnen weniger folgenreich waren, aber für seine Umgebung von Relevanz waren, zu erkennen. Als Landeshauptstadt haben wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten in all unseren Fachstellungnahmen immer wieder dafür ausgesprochen, dass diese Methode weiterhin anzubieten ist. Die Zielrichtung sollte aber indes sein, eben jene Infektionsketten aufzudecken und so möglichst frühzeitig auch zu einer Unterbrechung zu kommen. Die Motivationen der von Ihnen zitierten Städte Stolberg und Freiberg indes ist eine andere. Und wer der medialen Berichterstattung auch gefolgt ist, kann nachlesen, dass es weniger um die Aufdeckung von Infektionsketten in einem niederschwelligen Setting geht, sondern eben um die Gleichsetzung von Genesenen, Geimpften und Getesteten. Und diese Zielrichtung steht dem Wunsch nach einer Erhöhung der Impfquote indes diametral entgegen. Mit dem Blick auf die durchaus sichtbaren Effekte der Impfungen gegen die Erkrankung Covid-19 kann die Beibehaltung kostenfreier Testungen als Angebot der Landeshauptstadt Dresden dazu führen, dass keine signifikante Steigerung der Impfquote entsteht. Dies wird aber gebraucht, um eben genau das zu fordern, was Sie sich wünschen, um einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzutreten, die Pandemie hinter uns zu lassen und wieder zu einer Normalität zurückzukommen. Letztlich, und das sei an dieser Stelle sehr bewusst unterstrichen, ist es aber die Entscheidung des Stadtrates in seiner Organzuständigkeit, die Übernahme freiwilliger Aufgaben zu beschließen. Hierzu gibt es den Paragraphen 28 der Sächsischen Gemeindeordnung, die dazu dann auch dezidiert ausführt. Im Rahmen dieses Prozesses ist sodann der Stadtrat gehalten, die Grundlage zu schaffen für kostenfreie Testungen, aber eben auch die Deckungsquelle zu benennen für die entsprechenden Ausgaben, die dann sehr umfänglich auch zu refinanzieren sind. Wenn wir exemplarisch davon ausgehen, dass etwa 1000 Bürgerinnen und Bürger ein kostenfreies Testen pro Tag in Anspruch nehmen würden, dann reden wir zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Tag mal 30 bzw. 31 Tage, bedeutet also roundabout 375.000 Euro bei nur 1.000 Bürgerinnen und Bürger müssten Sie aufbringen. Aber wer dies möglich machen möchte, der kann dies natürlich entsprechend als Antrag des Stadtrates an die Verwaltung tun und dann auch die entsprechenden Gelder und Finanzierungsquellen bereitstellen. Vielen Dank. Eine Nachfrage in dem Zusammenhang. Es gibt ja diese Ansätze, wie Sie es gerade erklären. Heute ist ja der Antrag der Dissidenten da von der Tagesordnung wieder genommen worden, weil es alles nicht so dringend ist. Also die Städte, die ich erwähnt habe, gehen davon aus, dass allenfalls 5% der Bürger der Stadt überhaupt in Frage kämen, ein solches Angebot anzunehmen. In Dresden, ich hatte es gesagt, uns geht es vor allem um die Armen. Muss man dann also konstatieren, dass die Armen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, tatsächlich von der Stadt im Stich gelassen werden und eben am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen? Nur darum geht es uns ja und nicht um Impferziehung, sondern um Teilhabe an einem gesellschaftlichen Leben, das menschenwürdig wäre. Vielen Dank trotzdem. Es geht um die Frage der Sozialisierung der Kosten und jeder hat die Möglichkeit, da von Gebrauch zu machen, das, was ihm die Republik anbietet. Und wer das nicht tut, der muss im Zweifel auch mit den Konsequenzen leben und kann nicht davon ausgehen, dass sie, dass ich, dass wer auch immer, immer die Kosten übernimmt. So, wir kommen zur nächsten Fraktion und das ist die CDU-Fraktion. Frau Arnert, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bis vor kurzem haben Fußgänger und Radfahrer den Elberad- und Wanderweg am Kleinschachwitzer Ufer gemeinsam genutzt.
Die wenigen Anwohner-PKWs, die den Weg auch benutzen müssen, um ihre Grundstücke zu erreichen, waren bislang weder eine Gefahrenquelle noch ein Problem. Diese gemeinschaftliche Nutzung der Verkehrsfläche wurde am 17. September geändert, als der Baubürgermeister den Weg zu einer Fahrradstraße umwidmete, und zwar in der gesamten Breite. Während sich für die PKWs nahezu nichts ändert, sollen alle anderen Benutzer des Weges, die nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, jetzt die Seite nutzen. Praktisch heißt das, dass die Fußgänger an den Rand gedrängt werden. Das, was viele Jahre in der Praxis problemlos funktioniert hat, nämlich dass alle Verkehrsteilnehmer den Weg gleichberechtigt nutzen konnten, wurde zugunsten nur einer einzigen Verkehrsart abgeschafft. Bürger berichten, dass sie von den Radfahrern angepöbelt werden, dass sie gefälligst an den Rand zu gehen haben. Das betrifft auch Mütter mit Kinderwagen, deren Kinder neben ihr laufen. Und sie müssen den Zorn der Radfahrer ertragen. Noch vor 4 Wochen, also nach 4 Wochen Fahrradstraße, lässt sich jetzt schon feststellen, anstatt, wie behauptet, Konflikte zu beseitigen, wurden hier Konflikte neu geschaffen. Es lässt sich ausmalen, wie die Situation im Sommer mit den vielen, vielen Fußgängern, die den Weg bisher gern genutzt haben, sein wird, wenn diese Konflikte nicht beseitigt werden. Ich bitte Sie daher, dass Sie mir folgende Fragen beantworten. Erstens. Seit Jahren wurde der Elberad- und Wanderweg am Kleinschachwitzer Ufer praktisch als Shared Space benutzt. Aus welchem Grund wurde jetzt durch die Verwaltung die Einrichtung einer Fahrradstraße und nicht eines offiziellen Shared Space favorisiert? Zweitens, wie wollen Sie erreichen, dass die durch die Umwidmung des Wegs in eine Fahrradstraße neu geschaffenen Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern wieder beseitigt werden? Drittens, warum wird bei so gravierenden Einschnitten in die lokale Infrastruktur, wir sprechen hier immerhin von 1,2 Kilometern, in deren Fußgänger ab sofort praktisch nachrangige Verkehrsteilnehmer sind, warum wird hier der Stadtbezirksbeirat nicht beteiligt? Viertens, ist geplant, weitere Teile des Elberad- und Wanderweges zur Fahrradstraße umzuwidmen? Vielen Dank, Frau Arnert. Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Kühn. Sehr geehrte Frau Arnert, der Begriff bzw. der Planungsansatz Shared Space existiert im deutschen Straßenverkehrsrecht auch sinngemäß nicht, was ich persönlich bedauere, aber es ist so. Daher ist auch keine Anordnung möglich. Die überwiegende Nutzung des kleinen Schachwitzer-Ufers durch Radfahrende war ein Argument für die Einrichtung der Fahrradstraße. Das kleine Schachwitzer-Ufer ist Teil des innerstädtischen Radhauptnetzes und Teil des touristischen Sachsennetzrad und besitzt demnach eine wichtige Rolle im Radverkehrsnetz. Auf dem kleinen Schachwitzer-Ufer sind keine Fußwege vorhanden. Zu Fußgehende dürfen die Fahrradstraße selbstverständlich nutzen, müssen sich wie auch schon vor der Einrichtung der Fahrradstraße am Fahrbahnrand bewegen. Es gilt die gegenseitige Rücksichtnahme, insbesondere gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen, muss sich der Rad- und der Kfz-Verkehr so verhalten, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Unverändert, gestern und heute so. Insofern wurden keine Konflikte neu geschaffen. Die Fahrradstraße ist weiterhin für den Kfz-Verkehr nutzbar, hat sich auch nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, dass nunmehr der Kraftfahrzeuge hier nur noch zum B- und Entladen halten dürfen. Dadurch verbessert sich die Situation, weil nämlich die Fahrbahn breiter wird und durch den Entfall von Engstellen auch für den Fußverkehr sicherer. Bisherige Konflikte können somit vermieden werden. Und die Einrichtung der Fahrradstraße ist die Maßnahme 588 des vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzepts, die damit umgesetzt wurde, welches umfangreich in den Gremien vorgestellt und diskutiert wurde. Der damalige Ortsbeirat, heute ja Stadtbezirksbeirat Leuben, gab am 11. Januar 2017 eine entsprechende Beschlussempfehlung. Bei der umgesetzten Maßnahme handelt es sich um eine verkehrsrechtliche Anordnung,
Die Weisungsaufgabe nach sächsischer Gemeindeordnung ist eine Beteiligung der Gremien, ist deshalb nicht vorgesehen. Und das Amt für Stadtplanung und Mobilität untersucht derzeit die Eignung weiterer Abschnitte des Elb- und Radweges hinsichtlich der Eignung als Fahrradstraße. Gestatten Sie mir den Hinweis, dass Sie noch mal hineinschauen sollten in die Beschlusslage. Wenn ich mich recht entsinne, steht da nicht, dass gerade diese Strecke eine Fahrradstraße werden sollte, sondern da steht allgemein, dass wir hier Maßnahmen zur Verkehrssicherung brauchen. Und damit zu erklären, dass der Stadtbezirksbeirat hier nicht noch mal mit befasst werden muss, ist eine interessante Interpretation, wozu wir Stadtbezirksbeiräte brauchen. Also da müssen wir noch mal miteinander sprechen, wozu wir diese Gremien brauchen. Und ich bitte Sie wirklich herzlich, sich dieses Konzept noch mal anzusehen. Vielleicht kann ich Ihnen noch ergänzend dazu sagen, dass es um eine verkehrsrechtliche Anordnung handelt. Ich wiederhole das noch mal. Eine verkehrsrechtliche Anordnung nimmt nicht der Baubürgermeister vor, sondern die Straßenverkehrsbehörde. Das ist ein Verwaltungsakt, in dem sich auch ein Baubürgermeister gar nicht einmischt, sondern dafür die notwendigen Fachleute, die für die Einsetzung und Durchhaltung des geltenden Straßenverkehrsrechts zuständig sind, diese Maßnahme auch entsprechend umsetzen. So, als nächstes kommt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an die Reihe. Und der Herr Dr. Deppe, bitteschön. Ja, kommen wir nochmal wieder zur Corona-Pandemie. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus ist in Dresden in den letzten Wochen wieder deutlich angestiegen und nähert sich wieder der Marke von 100. Beim Stadtfest sind Mängel in der Umsetzung und Kontrolle der Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen offensichtlich geworden. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, erstens, welche Lehren zieht die Stadtverwaltung bezüglich der Infektionsprophylaxe bei Großveranstaltungen aus dem Verlauf des Stadtfests? Zweitens, wie will die Stadtverwaltung die Einhaltung des gebotenen 3G-Konzepts und der sächsischen Corona-Schutzverordnung beim diesjährigen Striezelmarkt und anderen Weihnachtsmärkten sicherstellen und kontrollieren? Drittens, welche Zugangsbeschränkungen und Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Maskenpflicht, Abstände, werden seitens der Verwaltung als notwendig erachtet? Ist auf Weihnachtsmärkten beispielsweise eine Unterteilung in Flanierbereiche, also Marktstände ohne Verzehrangebote, und Aufenthaltsbereiche, wo man dann essen und trinken kann, geplant, um das Infektionsrisiko zu senken? Ja, vielen Dank für die Frage. Auch hier übernimmt die Beantwortung Frau Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Deppe, für Ihre Anfrage. Bei der Erarbeitung, Gestaltung und Umsetzung von Hygienekonzeptionen für Großveranstaltungen zeigt sich eine gewisse Diskrepanz zwischen Möglichkeiten und Chancen, die der Verordnungsgeber formuliert, und dann die ganz lebensweltliche, praktische Umsetzungssituation vor Ort. Genau auf diese Diskrepanz wurde der Freistaat auch jüngst erneut hingewiesen, als wir zur Anhörung gebeten wurden für die neue sächsische Corona-Schutzverordnung. Konkret geht es darum, dass der Verzicht auf die 3G-Regelung und die Kontakterfassung bei Stadtfesten, Volksfesten und Weihnachtsmärkten auf der einen Seite die für alle Beteiligten aufwendige Erstellung und Prüfung von Hygienekonzepten auf der anderen Seite eben nicht konform gehen. Und hierbei braucht es ein klares Bekenntnis des Freistaates, ob diese Veranstaltungsformate als zulässig erachtet und insofern auch das Eingeständnis, dass es eine vollständige Umsetzung, praktische Umsetzung von an sich zu prüfenden schlüssigen Hygienekonzepten schlichtweg nur dann geben kann, wenn auch Besucherinnen und Besucher gewillt sind, die entsprechenden Regeln einzuhalten. Eine Schuldzuweisung an Veranstalter oder an die kommunale Ebene ist indes weder begründet noch sachgerecht. Genau an diesem
Eingeständnis fehlt es aber, solange auf der Seite des Verordnungsgebers die Überlegung besteht, diese Formate zu ermöglichen, selbiges aber unter dem gleichen Regime einer geschlossenen Veranstaltung umgesetzt werden soll. Angesichts dieser Diskrepanz, die wir natürlich durchaus sehen, wurde auf der Homepage der Landeshauptstadt eine Orientierungshilfe für Hygienekonzeption, insbesondere auch von Weihnachtsmärkten, eingestellt. Diese finden Sie auf www.dresden.de/Weihnachtsmärkte. Aus dieser sind die Prämissen für die Hygienekonzeption deutlich ersichtlich. Weder die 3G-Regelung noch die Kontakterfassung werden nach den Landesregelungen nämlich Relevanz haben. Insofern konzentrieren sich die Hygienekonzeption auf mögliche Entzerrungspotenziale sowie die möglichst weiträumige Verteilung von Gastronomieangeboten zur Vermeidung von Menschenansammlungen. Auch die Vermeidung von Angeboten im Innenbereich steht hier im Fokus. Zudem gibt es ergänzende Regelungen für den Fall der Vorwarn- und Überlastungsstufe. Gleichwohl muss man aber auch hier bedenken, dass Dresden ein beliebtes Ziel in der Weihnachtszeit ist und hier mit einem stark anwachsenden Aufkommen auch an Gästen zu rechnen ist. Und die vollständige und fachlich fundierte, diskutierte, abgewogene Erarbeitung der Hygienekonzepte immer nur so gut sein kann und funktionieren kann, wie eben jeder einzelne Gast gewillt ist, auch für sich und andere die Regeln zu akzeptieren und damit Verantwortung zu übernehmen. Soweit erstmal meinerseits. Und dann gestatten Sie mir an der Stelle dann doch noch mal eine Nachfrage, Frau Dr. Kaufmann. Also ich finde es ja auch ein bisschen seltsam, wie der Freistaat da zurzeit handelt und sich dort eben nicht auf klare Regeln festlegen will. Ich denke aber, das enthebt uns ja nicht der Aufgabe, nun als Stadt dort auch tätig zu werden und das, was eben der Freistaat offen lässt, dann im Sinne einer wirksamen Infektionsprophylaxe dann doch mit eigenen Regelungen mit Leben zu füllen. Und da stellt sich so zum Beispiel die Frage, ich habe es ja auch angedeutet in der Frage, wie sieht es denn damit aus, dass man eben bestimmte Bereiche dort definiert, für die man dann eben auch unterschiedliche Regelungen schafft, weil eben in diesen unterschiedlichen Bereichen eben auch unterschiedliche Gefährdungslagen vorhanden sind. Also das ist ja durchaus auch etwas, was wir eben als Stadt. Ja, als Veranstalter beschäftigen wir uns ja mit der Frage sehr stark, haben ja auch in dem Konzept des Aufbaus da schon Änderungen vorgenommen, dass wir manche Sachen gar nicht aufbauen, weil es eben wir in geschlossenen Raum gerade auch viele Kinder zusammen, eben keine Kinderbackstube, keine Geschichtenleseräumlichkeiten sinnvoll umsetzen können, diesen Raum dann eher nutzen werden zum Entzerren, zum mehr Platz schaffen. Wir müssen auch, und das unterscheidet eben den Weihnachtsmarkt von dem Stadtfest, wir, ich sag mal, reduzieren auch, jetzt sagen wir mal, das Bühnenprogramm im Sinne dessen, dass ich da eine große Knüppelung vor den Bühnen und längere Aufenthaltszeiten ergeben. Die Großevents werden eher geguckt, sich großräumlich so im Stadtgebiet aufzunehmen. Da geht es um Stollenfest, Bergparade, dass wir viel Raum haben und eben jetzt nicht zu einer hohen Konzentration, zu langen Aufenthalten von Menschen kommen, sodass es eher konzeptionell so angelegt ist, dass es eine hohe Durchfluchtung gibt und keine langen Aufenthaltszeiten und Orte, die eben zu Gefährdungen beitragen. Aber wir sind, das hat ja Frau Dr. Kaufmann ausgeführt, natürlich, ähnlich wie es letztes Jahr ist, auf hoher See. Das hat zum Wohl mit dem Thema Pandemiegeschehen zu tun, hat natürlich damit zu tun, welche Regelungen sieht der Verordnungsgeber vor. Wir versuchen alles, was möglich ist, im Sinne des Gesundheitsschutzes zu tun. Gut, danke. Dann sind wir mal gespannt auf das Konzept. Als nächstes kommt die AfD-Fraktion. Herr Gilke.
Ja, Oberbürgermeister, die Zahl der Impfdurchbrüche bei Menschen, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurden, nimmt zu. Auch der Anteil geimpfter Corona-Patienten auf Intensivstationen ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ansteigend. Begründet wird dies auch mit einer höheren Impfquote allgemein. Dazu bitte ich um folgende Auskunft. Erstens, wie viele Impfdurchbrüche hat das Städtische Klinikum Dresden bisher insgesamt registriert? Wie schlüsselt sich die im Städtischen Klinikum bekannten Impfdurchbrüche nach den Kategorien klinische Symptome, hospitalisiert, ITS-Behandlung und verstorben auf? Und wie gliedern sich Impfdurchbrüche auf die verschiedenen Altersgruppen unter 25, 25 bis 60, über 60 Jahre auf? Zweitens, lassen sich Rückschlüsse ziehen auf Impfdurchbrüche und verwendete Vakzine? Drittens, gibt es seitens der Landeshauptstadt Dresden Hinweise darauf? Und wenn ja, wie viele positive getesteten Personen mit vollständiger Immunisierung es in Dresden insgesamt gegeben hat? Da ist wie immer bei unserer Spezialistin für Corona-Fragen, Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann an der Reihe. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Stochert-Gierke, für Ihre Anfrage. Nach der aktuellen gültigen Definition von Impfdurchbrüchen des Robert-Koch-Institutes sind dem Amt für Gesundheit und Prävention insgesamt 632 Fälle mit einem Impfdurchbruch bekannt. Stand gestern Mittag von insgesamt über 33.900 Infektionen. Anhand der Krankenhausmeldungen sind bzw. waren davon im städtischen Klinikum 16 Personen hospitalisiert, insgesamt in der Landeshauptstadt 37 Personen. Davon waren des Weiteren 5 Personen ITS-pflichtig und 10 Personen dann nach einem Impfdurchbruch auch Verstorbene. Die klinischen Symptome bestehen per Definition bei jedem Impfdurchbruch. Wir hatten das im Fachausschuss diskutiert, dass das RKI nochmal das Thema Impfdurchbrüche neu definiert hat und nur die schweren Verläufe, für die die Vakzine auch zuständig sind und der Corona-Schutz durch Impfung gegeben ist, dann definiert. Die Aufteilung der 632 dem Amt für Gesundheit und Prävention gemeldeten Impfdurchbrüche nach Altersgruppen gestalten sich wie folgt. 70 Personen sind unter 25, 296 Personen sind in der Altersgruppe der 25- bis unter 50-Jährigen, 175 Personen sind in der Altersgruppe der 50- bis unter 75-Jährigen und 91 Personen sind in der Altersgruppe der über 75-Jährigen von einem Impfdurchbruch betroffen gewesen. Die Frage nach der Wirksamkeit von Vakzinen. Ein Rückschluss, dass ein bestimmter Impfstoff häufiger zu Impfdurchbrüchen führt, lässt sich für uns aus den Materialien, die uns zur Verfügung stehen, nicht ziehen. Hierfür müsste die Verteilung der Vakzine für alle vollständig Geimpften der Stadt bekannt sein. Wie Sie wissen, wie wir im Gesundheitsausschuss auch diskutiert und erörtert haben, kennen wir diese Zahlen nicht. Auf Ihre Frage 3 kann ich Ihnen wie folgt die Antwort geben. Dem Amt für Gesundheit und Prävention wurden bislang, das heißt gestern wieder Mittagszeit, 835 Personen gemeldet, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden und zum Zeitpunkt der Infektion vollständig geimpft waren. Hiervon wurden 71 Fälle hospitalisiert und die besagten 10 Personen verstarben. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fragestunde für Fraktion Die Linke, Frau Barkow, bitteschön.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Jahr 2019 wurde für ein Grundstück in der Vorwerkstraße in der Friedrichstadt eine Konzeptausschreibung vorgenommen. Die Vergabe des Grundstücks soll also nicht meistbietend erfolgen, sondern für ein Wohnprojekt, das durch sein Konzept überzeugt. Diese Konzeptausschreibungen basieren auf einem Stadtratsbeschluss, der vorsieht, pro Jahr 5 Grundstücke genauso auszuschreiben, damit gemeinschaftliche Wohnformen, die ein gutes Konzept vorlegen, eine Chance haben, ihr Projekt auch umzusetzen und nicht nur die Finanzkräftigen. Mehrere Projekte haben sich beworben auf besagtes Grundstück in der Vorwerkstraße. Fast ein Jahr später, Ende 2020, erhielt eines der Wohnprojekte vom Stadtplanungsamt die Rückmeldung, dass es nach der verwaltungsinternen Bewertung den Zuschlag erhalten könnte, letztlich aber der Bauausschuss darüber zu entscheiden habe. Das wäre eine Premiere. Bis dato wurden ja solche Konzeptvergaben immer verwaltungsintern entschieden. Das besagte Wohnprojekt plant in der Vorwerkstraße familien- und seniorengerechtes Wohnen mit derzeit 31 Personen im Alter von 1 bis 76 Jahre. Nun ist bereits ein weiteres Jahr vergangen und noch immer besteht keine Klarheit darüber, ob und vor allem wann Sie Ihr Projekt umsetzen können. Und aufgrund der nun fortgeschrittenen Zeit steht die Frage im Raum, ob ein neues Wertgutachten erstellt werden muss. Und ich bitte Sie in diesem Zusammenhang zur Beantwortung der folgenden Frage: Aus welchem Grund kam es innerhalb der Verwaltung zu diesen langen Verzögerungen und wann wird die Beschlussvorlage im Bauausschuss vorgelegt werden? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Barkow, die nach der Zuschlagerteilung zugunsten des besagten favorisierten Bieters per Losentscheid nahm die Konstituierung der Bauherrengemeinschaft in der gewünschten Gesellschafterform einen längeren Zeitraum in Anspruch, sodass erst jetzt die Beschlussvorlage in den Geschäftsgang eingebracht werden konnte. Also die Beschlussvorlage ist auf dem Weg in die Gremien. Aber bereits im Vorfeld wurde den Bietern der Kaufvertragsentwurf übergeben, welcher sich sozusagen gegenwärtig in der finalen Abstimmung befindet. Unter der Voraussetzung, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau am 12. Januar, so wie das in der Vorlage auch vorgesehen ist, spätestens entscheidet, die Vorlage mit einer Mehrheit zu versehen und der Kaufvertrag dann entsprechend notariell innerhalb von 2 Wochen bekundet wird, ist keine weitere Aktualisierung des Verkehrswertgutachtens erforderlich. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Im Bauausschuss kommt es ja durchaus öfter mal vor, dass aufgrund der Fülle der Tagesordnung auch Tagesordnungspunkte nicht abgearbeitet werden könnten. Was wäre, wenn in besagter Januarsitzung kein Beschluss getroffen werden kann, weil die Tagesordnung einfach zu voll ist und der Beschluss zur Vergabe der Konzeptausschreibung runterfällt? Wäre dann ein neues Wertgutachten notwendig, wenn der Top in den, ich weiß nicht, ob im Februar überhaupt eine Sitzung ist, aber auf jeden Fall in eine spätere Sitzung des Bauausschusses rutscht? Ich will die Frage mal so beantworten, dass die Vorlage mit der entsprechenden Dringlichkeit im Geschäftsgang unterwegs ist und dass es bisher in der Vergangenheit immer gelungen ist, die terminlich dringenden Vorlagen im Bauausschuss mit der notwendigen Priorität, weil ja oftmals auch Terminketten und entsprechende Frage von Wertgutachten dranhängt, bearbeitet werden konnte, sodass ich davon ausgehe, bei der Mitwirkung der Fraktion, dass wir verwaltungsseitig, auch von der Sitzungsleitung, die mir dann obliegt, sichergehen werden, dass diese Vorlage so behandelt wird, dass eben genau dieser Fall nicht eintritt. Vielen Dank. So, damit haben wir die Fragestunde abgearbeitet und damit auch den Tagesordnungspunkt 4.